Da. Mein Name ist Nancy Rogers. Ist Mein was? Name ist Nancy Rogers. Spreche Gesundheit. Nancy Rogers. Ja. Spreche ich mit Max Fischer? Der ist am Telefon. Okay. Okay, ich rufe Sie vom Unternehmen Dimension Trade. Sie haben gleich eine Anmeldung mit Amazon gemacht, Sind Sie ein Roboter? richtig? Ich rufe Sie wegen Ihrer Anmeldung mit Amazon, mit Handel im Internet. Ja, ich habe Sie den haben diese Anmeldung gleich Stopp, gemacht, ja? zurück zum Menü. Bitte? Optionen ansagen. Hallo? Sie sind jetzt auf der Seite schon. Ja, ich höre. Optionen. Ich höre, Herr Fischer. Ja, Welche Optionen. Optionen meinen Sie? Welche Optionen habe ich? Also, unsere Firma gibt Ihnen Möglichkeit, Handeln mit allen Finanzinstrumenten. Aber Sie haben mit Amazon, ja, mit Aktien Amazon sich angemeldet. Und automatisch, Sie haben Ihr eigenes Handelskonto bekommen, wo Sie mit Aktien vom Amazon handeln können. Okay, zurück zum Deshalb, Menü. ich bin hier jetzt. Warten Sie, Herr Fischer, ich bin da, um Sie alles zeigen und erklären. Einen Ja. Moment bitte. Sagen Sie mir bitte, was sehen Sie jetzt? Nee, gar nichts. Okay. Dann, ich schicke Ihnen jetzt Link zu Ihrem eigenen Handelskonto und zeige und erkläre alles. Auf welchem Betriebssystem Sagen laufen Sie mir. Sie? Wir benutzen MetaTrader 4. Das ist unsere Plattform, Das ist wo Sie ein auf sehr dem Amazon hochentwickelter handeln Roboter. werden. Ich bin begeistert. Also machen Sie bitte, Herr Fischer, keine Sorge. Sie werden nicht allein handeln, aber mit dem Broker. Sind Sie eine Okay? Vollversion oder ein Demokonto? Nein, das ist ein normales Konto, wo Sie werden mit Amazon handeln, mit dem Broker und Geld verdienen. Alexa, lege Hodenkobold in meinen Einkaufswagen. Herr Alexa? Fischer, nein, nein, mein Name ist nicht Alexa, mein Name ist Nancy Rogers. Und Nancy, unser lege Unternehmen Hodenklammern heißt. in meinen Einkaufswagen. Also, Herr Fischer, ich weiß nicht, worüber sprechen Sie jetzt, ja? Ach, gibt's da Vielleicht eine neue Sie sehen jetzt eine Artikelnummer? andere Seite. Also, Zurück zum Anfang. okay, habe verstanden. Okay, Herr Fischer, machen wir so. Jetzt, ich schicke Ihnen Link und wir sehen alles zusammen. Sagen Sie mir bitte, Sie sind jetzt am Handy oder am Rechner? Ja. Am Handy oder am Rechner, was haben Sie jetzt? Ja, zurück zum Menü. Optionen Herr ansagen. Fischer, Sie haben jetzt Handy oder Rechner neben Also Ihnen? die Spracherkennung funktioniert noch nicht so gut. Bitcoin. Hallo? Herr Fischer, was? Ja, ich höre. Haben Sie jetzt nur Ihr Handy oder benutzen Sie auch Computer oder Ja. Laptop? Alexa, sag mir den Preis für Haben Sie nur Bitcoin. Handy? Also, okay, hab verstanden. Jetzt wir sprechen über keine Alexa. Jetzt wir sprechen über Aktivieren Ihr Handelskonto mit Dimension Trade. Alexa, Das ist aktiviere unser mein Unternehmen. Handelskonto. Also, haben Sie schon mit jemandem Ihr Handelskonto aktiviert? Oder was meinen Sie? Nein, zurück zum Menü. Weitere Optionen ansagen. Hallo? Alexa? Hallo, Alexa? Ja, Herr Fischer, guten Tag. Noch einmal, ich bin nicht Alexa. Mein Name ist Ja. Nancy Rogers. Jetzt wir sprechen über Ihr Handelskonto mit Dimension Trade. Sie sind jetzt beim Handy oder am Rechner? Welche Betriebssystem haben Sie? Ich habe Ihnen Ist schon das erklärt, iPad oder das ist das? geht.
Das ist egal. Von unserer Seite, wir haben alles, was Sie brauchen. Was Sie haben, wo soll ich Sie diesen Link schicken? Haben Sie Telefon, ja? Haben Sie Ja. Smartphone? Was habe ich? Spamfon? Smartphone? Haben Sie Smartphone? Stelle Spracherkennung auf Französisch um. Oder haben Sie Laptop oder was haben Sie? Ja. Haben Sie Computer? Ja, ich habe Haben ja Sie jetzt sie. Sie sind Computer, ja? ja, sie ist so intelligent, sie erkennt sich nicht mal selber als Computer, sie hält sich für einen Menschen. Soll ich sie mal mit meinem Computer verbinden? Also, Sie Hallo, sollen jetzt hier ist mein E-Mail Asmodeus. sehen. Hallo? Bitte werfen Sie ein 50-Cent-Stück nach dem Piepton ein, um weitere Befehle verarbeiten Hallo? zu können. Piep. Bitte werfen Sie ein 50-Cent-Stück ein, um weitere Befehle verarbeiten zu können. Piep. Piep. Hallo, Nancy? Nancy? Zurück zum Hauptmenü. Ja, ich bin da. Du musst schon mit dem Computer Herr Fischer, ist sprechen, alles wenn in ich dich weitergebe. Das ist in Ordnung. Der hat ja im Prinzip volle Autorität über meine Kryptowährungen, ne? Das ist ein Macintosh, falls dich das interessiert. Ich weiß ja nicht, ob eure Chipsätze und die Herr Fischer. Spracherkennung kompatibel sind, ne? Herr Fischer, alles ist in Ordnung bei Ihnen? Ja. Verstehen Sie mich? Never play on Patch Day. Hast du Okay. heute gerade ein Upgrade bekommen? Verstehen Sie, worüber spreche ich? Warum ich rufe Sie? Ja. Soll ich jetzt im BIOS neu Okay. starten oder wie sollen wir das machen? Herr Fischer, Sie haben noch einmal, wir haben eine Anmeldung mit Amazon gemacht und Sie haben bei uns Ihr eigenes Handelskonto bekommen, wo Sie Ja, mit ja. Amazon, mit Aktien von Amazon handeln können. Ja, genau. Ich habe mich ja als Sagen Sie mir bitte, Produkttester wo soll ich... angemeldet, aber ich habe die 10 Paletten Razer drin und die Taschenmuschi ist ja noch gar nicht angekommen bei mir. Warten Sie, jetzt wir sprechen nicht über irgendwelche Produkte im Amazon. Wir Na sprechen doch. über Aktien von Amazon, über Online-Finanzmarkt. Ja. Sie haben sich mit Handel online angemeldet. Ja, bei Amazon, genau. So, Ihre Spracherkennung ist aber wirklich von gestern. Das ist schwierig mit Ihnen. Verstehen Sie nicht, was ich sage, oder was meinen Sie? Nee, du hast scheinbar Probleme mit der Spracherkennung. Also wir probieren das nochmal. Alexa, zurück zum Also, aber... Hauptmenü. Hallo, Herr Fischer? Ja. Hören Sie mich? Schalte um auf spanische Spracherkennung. Okay. Hola, hablo español. Hallo, Nancy? Welche Sprachen kannst du denn? Hallo. Computer sagt nein. Herr Fischer, ist alles okay? Ja, ist alles Ist in Ordnung. alles in Ordnung? Ja. Okay, aber Sollen wir einen technischen Support verstehen Sie, warum anrufen? ich rufe Sie? Brauchen Sie technischen Support? Welcher technische Support? Und er hat ihn aus Herr Fischer, Kalkutta. verstehen Sie, worüber spreche ich? Naja, scheinbar haben Sie eine Hallo? schwerwiegende Fehlfunktion im Chipsatz vorliegen. Das hört sich ja nicht gut an bei Ihnen. Hallo, Herr Fischer, Ja, hören Sie mich jetzt oder nicht? ich kann Sagen Sie Sie mir bitte hören. ja oder Ja, nein. ja, ja. Hören Sie. Also, okay. Verstehen Sie, warum ich rufe? Sie sagen Sie mir bitte ja Ja, oder ja. nein. Nein. Zurück zum Hauptmenü. Verstehen Sie? Okay, noch einmal. Soll ich jetzt die Ich Taste rufe Sie 1 wegen drücken Ihrer für die Anmeldung mit Optionen oder Amazon. kannst du die auch Ja, bitte? ansagen? Wie bitte? Sie sollen hier niemals... Nee, Sie sollen jetzt nie aufdrücken. Ich habe noch nichts Ihnen geschickt. Was Sagen Sie denn? mir bitte, Sie sind jetzt am Handy Nee, ich oder bin am in Rechner? Rente. Ich bin ja im Prinzip Rentner.
Also, Sie sind Rentner. Okay, hab verstanden. Ja, Wie alt sind Sie? soll ich Ihnen ein paar Rehwitze erzählen? Also Nein, Humor, Sie sollen mir bitte. nichts erzählen. Schalte Humor auf Stufe 4. Wohin geht ein Reh mit seiner Verabredung? Alexa? Alexa? Okay, Herr Fischer. Werden wir näher zum, ja, unsere Sache. Sie haben sich angemeldet. Warum? Dann sprechen Sie so mit mir. Anmeldung fortsetzen. Wo ist das Problem? Handelskonto aktivieren. Herr Fischer, ist alles in Ordnung? Ja, von wo rufst du denn an? Wer bitte? Von wo rufst du an? Ich kann das leider nicht in 0 und 1 ausdrücken. Sie sollen nie aufdrücken. Sagen Sie mir bitte, haben Sie jetzt Handy oder Rechner? Ja. Handy haben Sie, ja? Okay, dann jetzt schicke ich Ihnen Link zu Ihrem eigenen Handelskonto per SMS. Machen Sie mir bitte auf Lautsprecher. Ich soll lauter sprechen? Nein, nein, machen Sie mir bitte auf Lautsprecher. Wie laut soll ich denn sprechen? Ist das so besser? Nein, Herr Fischer, machen Sie mir bitte auf Lautsprecher. Nee, Kennen Sie, was ich Lautsprecher habe ist? Kopfhörer. Ich habe Kopfhörer auf, ich höre dich nicht, sagt der Rainer. Was haben Sie? Irgendwelche Krankheit? Ja, wir haben ja ein Virus. Scheinbar hast du den ja auch eingefangen. So blöde, wie du dich anhörst, ist das wahrscheinlich WannaCry, weil das muss ja wehtun, so Schmerzen zu haben. So, welche Krankheit haben Sie? WannaCry. Wie bitte? Ich habe heute Morgen einen Hallo? Haufen gelegt, der wog 7,5 Kurix im Prinzip. Okay, Herr Fischer, hab verstanden. Dann, okay, gehen Sie bitte jetzt zu Ihren SMS-Nachrichten, okay? Ja, zurück Und zum dort Hauptmenü. schicke ich Ihnen Ihr Handelskonto. Alexa, Nein, setze was sehen Sie Erdbeeren auf jetzt die auf Ihrem Einkaufsliste. Bildschirm? Pizza? Hallo? Jetzt hört die sich den Schwachsinn schon 13 Minuten an. Hallo, Alexa? Du bist ein Auslaufmodell, nehme ich mal an, oder? So, oder ist das dein erster Herr Fischer, Tag heute? haben Sie eine Anmeldung mit Amazon gemacht heute? Ja, ich habe ja heute im Prinzip Stützstrümpfe bestellt. Haben Sie Anmeldung mit Amazon gemacht, ja? Ja, natürlich, klar, sonst funktioniert das Auf ja dem gar nicht. Online-Finanzmarkt. Ich habe das bezahlt auch Ja, schon. natürlich, weil Sie machen gar nichts. Na doch, ich habe das Ich auch schicke Ihnen bezahlt. jetzt Link zu Ihrem eigenen Handelskonto. Woher kommst Wer du bitte? denn, sag mal? Was kommt? Na du, woher kommst du? Ah, woher? Donne, Wir sind wer in ist das? Luxemburg. Hier ist unser Hauptoffice. Wer bitte? Hauptoffice? Ja, unser Hauptoffice von unserer Firma ist in Luxemburg. Auf welcher So, Sprache sind Sie denn okay. programmiert? Ich will ja auch richtig kommunizieren mit Ihnen. Ich bin nicht programmiert. Ich bin ein Mensch. Ich bin Ja, kein Roboter. na, doch, Sie hören sich aber an wie einer. Auf welcher Sprache haben Sie denn das Sprechen gelernt? Ich spreche Deutsch, ich spreche Englisch. Welche Sprache ist für Sie besser? Ne, ich glaube nicht, dass Sie ordentlich Englisch können. Where did you pick up your German? Did you get it from Kaugummi-Automat? No, I don't. So, Herr Fischer, was machen wir weiter? Also die korrekte Antwort Jetzt, wäre ich soll gewesen, Ihnen no, I Link didn't. zu Ihrem Handelskonto schicken. Du kannst mir mal einen Link zu deiner Konfigurationsdatei schicken, weil irgendwas ist im Feintuning bei dir ja falsch gelaufen. Herr Fischer, sagen Sie mir bitte, möchten Sie handeln mit Aktien von Amazon?
Natürlich. Haben Sie Interesse? Natürlich. Okay, dann aktivieren wir jetzt Ihr Handelskonto. Ich schicke Ihnen jetzt SMS. Überprüfen Sie bitte Ihre SMS-Nachrichten jetzt. Wenn ich dafür nicht in den Knast kommen würde, würde ich sagen, ich schicke dir was anderes, das mit S anfängt. Aber das darf man ja nicht sagen, ne? Okay, haben Sie ja überprüft. Sie sollen jetzt meinen Link sehen. Ja, Sehen Sie Link von Nancy Rogers? was brauche ich denn für Zugangsdaten für deine CPU? Bist du übertaktet oder läufst du auf Standardeinstellungen? Weil irgendwas ist da ja Herr Fischer, haben Sie schiefgelaufen. Ihr SMS schon Was aufgeöffnet? ist bei, Sagen Sie mir bitte ja oder nein. Haben Sie, ist bei dir sind Sie jetzt beim Anydesk installiert SMS-Nachrichten? oder TeamViewer? Nein, Sie brauchen kein Anydesk. Sie sind jetzt beim SMS-Nachrichten, oder? Ja. Alexa, Okay, sehen Sie jetzt meinen Link? schalte das Licht auf blau. Hallo? Ja, Alexa, schalte das Licht auf blau im Sehen Sie jetzt meinen Arbeitszimmer. Link? Ja, aber ich muss das ja noch schneiden und Herr Fischer, hochladen. hören Sie mich oder nicht? Natürlich. Sie sind jetzt beim SMS-Nachrichten, oder? Ja, ich habe das Jamba-Spar-Abo abgeschlossen. Und der Frosch ist auch da, der tanzt. Okay. Haben Sie meinen Link gefunden schon? Ja. Hallo? Was ist Haben Sie los meinen mit Link dir? gefunden? Was Ja, soll ich von Nancy denn Rogers. mit dir machen, du? Das ist ja, ich habe ja eigentlich Mitleid, ja fast schon Erbarmen mit so Existenzen wie dir. Aber du beim nächsten Patch bist du weg vom Fenster. Ne? Da kann man ja so nicht auf die Menschheit loslassen, weil ihr Roboter, ihr sollt uns ja nützlich sein, aber du bist ja, sag ich mal, nicht sonderlich hilfreich. Ne? Wer hat dich denn gebaut, sag mal? Bist du gerne ein Roboter? Nancy? Ich will ja nicht unverschämt sein, aber du hörst dich eng an. Hallo, Nancy. Nancy, mein Liebling.